willkommen zurück zu einer neuen Episode von der IMDb Top 250 Reihe hier im Planet Film Geek Network. Ich bin der Luke und ich habe mit mir den Joe. Hallo. Und den Ted. Hallo. Und wir reden über Einer Flug übers Kuckucksnest. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Das ist wieder ein Film, bei dem ich kurz sagen kann, wer dran mitgewirkt hat. Bei den Herr-der-Ringe-Filmen haben wir irgendwie, dachte ich, ich vermeide das, weil wir ja dreimal drüber reden, da braucht man schon zweimal sagen. Ja. Milos Forman hat diesen Film gemacht, zusammen mit den Schauspielern Jack Nicholson, Louise Fletcher, Will Sampson, Michael Berryman könnte man noch erwähnen, Scatman Crothers in einer kleinen Rolle, fand ich übrigens witzig, da habe ich mich ans Shining erinnert gefühlt. Ja. Ja, und einem Screenplay, das basiert auf einem Buch von Ken Kesey. Sure. Ja, er hat Bücher geschrieben. Das hat er wohl. Der war ja der Autor von. Interessant. Auf jeden Fall ist es ein Film, in dem es darum geht, dass Jack Nicholson als, ja, eigentlich eher junger Mann in einer Irrenanstalt landet, weil er davor im Knast war und denkt, in der Irrenanstalt ist es vielleicht einfacher und deshalb stellt er sich ein bisschen verrückter, als er vielleicht eigentlich ist. Und gerät dann unter die Fittiche einer fiesen Schwester, die eine ganze Abteilung unter ihrer Faust hat. Hattet ihr den Film vorher schon mal gesehen? Indeed, yes. Ja, hatte ich. Schön. Vor einer ganzen Weile. Also ich habe ihn jetzt für die Episode tatsächlich nochmal angeschaut, einfach weil der ist bei mir echt, ich würde fast sagen, 10 Jahre her gewesen oder so. Also lang. Mhm. Bei mir ist auch schon einige Jahre her, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und das war auch das erste Mal, wo ich ihn gesehen hatte, das einzige Mal. Und das war irgendwie so Insomnia, nachts um eins konnte ich nicht schlafen. Und ich so, okay. Ist mir der Film in den Kopf gekommen. Mhm. Ich weiß nicht wieso, weil es halt nicht wirklich so einer, der im Consciousness ist, aber das war immer, ist halt alles so von dem Film, man weiß, dass er so ausgezeichnet ist. Ausgezeichnet im Sinne von, er hat super viele Oscars bekommen, aber auch, dass er auch so ein guter Film sein soll. Und dass ich ihn einfach dann sehen wollte und dann habe ich ihn halt so bis nachts um 3:30 habe ich mir ihn angeschaut. Ja. Und dann musste ich mir ihn trotzdem nochmal anschauen, weil es war nicht alles hängen geblieben. Ist ein langer Film. Ja. Sehe ich gerade. Ist mir gar nicht aufgefallen beim Schauen. Er hat sich nicht so lang angefühlt für dich? Nee, gar nicht. Für mich auch nicht. Also bei mir ich habe den Film das erste Mal gesehen, als ich mit der Theater AG an der Schule die Physiker gespielt habe. Also wir haben die Physiker gespielt und wir haben das dann auf unserer Probenfreizeit, in unserem Probenwochenende abends angeguckt, um so ein bisschen so ein Gefühl für Irrenhäuser aus der Zeit zu kriegen, in der auch die Physiker spielt. Wobei die Physiker, da geht es ja mehr um andere Sachen, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Auf jeden Fall war ich da schon ziemlich hingerissen von diesem Film, aber habe auch gemerkt, dass es schon ganz schön lang ist. Vielleicht, weil wir ihn halt nach einem langen Probentag spät abends doch angeguckt haben und einfach alle fast eingeschlafen sind, weil es so spät war. Ja, abends. Ist es nicht das Beste wahrscheinlich. Ja. Und ich habe ihn jetzt auch wieder abends, spät abends angeguckt. Ich habe nicht aus den Fehlern gelernt. Und gegen Ende hin habe ich schon gedacht, so irgendwann mal könnt ihr es auch das kommen, was ich weiß, was kommt. So. Aber trotzdem habe ich jeden Moment genossen. Also es ist nicht so, dass ich gedacht habe, boah, der Film ist viel zu lang. Aber ich dachte so, okay, ich weiß jetzt, was das Ende ist. Und so langsam halte ich es nicht mehr aus, weil ich weiß, was das Ende ist. Ja, so ging es mir tatsächlich. Also mir ging es jetzt nicht so, ich halte es jetzt nicht mehr aus. Aber das Lustige war, ich habe mich echt nicht mehr an so viel erinnert, außer halt das Ende. Mhm. Also ich wusste halt noch genau, was das Ende ist. Ja. Und, ja, keine Ahnung, das hat jetzt nicht irgendwie mich dazu gebracht, jetzt die ganze Zeit zu denken, geht auch nicht, ich weiß ja, was kommt. Aber ich hab mich die ganze Zeit gewundert, daran erinnere ich mich nicht mehr. Wie führt das zu dem Ende, das ich kenne? Und was ich besonders lustig fand, also beim Anschauen dieses Mal, und vielleicht können wir da eine kleine Diskussion anstoßen, weil ich hatte Nurse Ratched viel unsympathischer in Erinnerung, als ich sie dieses Mal beim Anschauen tatsächlich fand. Ging mir tatsächlich, also mir ging es beim jetzigen weil ich weiß halt, das letzte Mal habe ich diesen Film als Teenager gesehen, so, und dann, das ist die Autoritätsfigur und fuck Authority und Rebellion und so weiter. Und jetzt ging es mir so, also sie ist ein ziemliches Monster, aber so nach diesem ganzen Chaosabend, den die da veranstalten, konnte ich sehr gut mit ihr mitfühlen, wo ich so okay, den Laden muss man irgendwie unter Kontrolle haben. Ich hatte schon so das Gefühl, ich kann irgendwo nachvollziehen, wie man sich dann zu so sehr radikalen Methoden hingezogen fühlt. Jetzt nicht so ihre bösartige Handlungsweise, aber ich hab mitgefühlt mit ihr dahingehend, ja, diesen Affenhaufen irgendwie so unter Kontrolle zu haben. Ja, dass das ziemlich anstrengend und stressig sein kann.
Also ich hatte diesmal mehr Mitgefühl mit ihr. So ging es mir. Ja, aber ich meine, die Szene, über die du redest mit den Affen, das ist ja so, sag ich mal, das letzte Zehntel vom Film. Ja. Im Rest vom Film hasst man sie einfach. Also ja, ich zumindest. Also voll. Also sie ist die Antagonistin und sie ist wahnsinnig gut. Ja, aber ja. Ich muss sagen, wie gesagt, ich fand sie immer doch ziemlich widerlich und bösartig und so weiter. Aber ich hatte mehr Mitgefühl damit, dass man halt irgendwie, dass sie halt die Verantwortung für diesen ganzen Affenhaufen hat, oder? Mm-mm. Und die alle nichts Besseres, also und vor allem Jack Nicholson nichts Besseres im Kopf hat, als alles, alle Autorität zu unterwandern und alles, alle Regeln zu missachten. Aus gutem Grund. Aus größtenteils. Ja, aus gutem aber, Grund. Ne, es war mehr Mitgefühl da diesmal. Verstehe. Ja, bei und mir auch mit anderem Personal, also nicht nur mit ihr, aber halt, ne, also allgemein. Bei mir war es sehr weniger. Ich kann mich erinnern, so die Rage, die ich hatte, als ich mir zum ersten Mal den Film angeschaut hatte. Und die war jetzt zwar nicht so stark, wie als ich jünger war, als ich mir den Film angeschaut habe, aber ich war weniger wütend auf ihren Charakter und mehr einfach angewidert von der Person, die impliziert ist, wie sie halt spielt und wie sie ihre Patienten sieht als Menschen oder ob sie sie überhaupt wirklich als Menschen sieht. Da war ich halt eher so, ich fand sie ja ekelhaft, als dass es mich wütend gemacht hat. Es war halt auf eine andere Weise und Mitgefühl hatte ich eher weniger, weil ich quasi in diesem Spirit vor allem von dieser letzten Party, diese Liberation, die die ganzen Leute hatten, die sie, obwohl viele von denen, ja, wie es im Film rauskommt, freiwillig drin sind, ja, trotzdem irgendwie die Sau rauslassen konnten, wie seit gefühlt Jahren nicht mehr. Ja. Aber ja, ich gebe mal weiter an Luke. Ja, ich finde, dass ich bin so ein bisschen in einem Limbo, in dem, glaube ich, viele solche Einrichtungen heute noch, also nicht solche Einrichtungen, es gibt jetzt, glaube ich, in Deutschland wenige vergleichbare Einrichtungen, in denen es wirklich noch so krass so läuft, obwohl ich nicht verneinen will, dass es vielleicht noch solche gibt. Also zumindest gibt es keine Elektroschocks und keine Ding mehr. Ja. Wer ist das, was sie am Ende mit ihm machen? Lobotomie. Genau, Lobotomie. Aber es gibt einige Einrichtungen, mit denen ich auch Kontakt habe oder auch eine, in der ich arbeite, in der schon die Mitarbeiter in so einem Zwiespalt sind zwischen, wir wollen, dass es alles ordentlich läuft und wenn alles ordentlich läuft, dann leiden die Leute auch nicht so sehr drunter und einem, wir lassen die Leute halt machen, weil wir ihre Menschenwürde respektieren und da sehen sich auch Kollegen, mit denen ich hin und wieder auch mal rede, in der Pflicht irgendwie den Leuten eigentlich ihre Freiheit zu lassen, aber gleichzeitig sehen sie sich von der Institution so in die Pflicht genommen, die bestehenden Verhältnisse einigermaßen zu kontrollieren, dass sie unweigerlich in dieses Spannungsfeld kommen. Und ich finde es interessant zu sehen an einem so krassen Beispiel, wie dieses Spannungsfeld dann dazu führen kann, dass halt Leute einfach falsche Entscheidungen treffen. Und ich glaube tatsächlich, dass Joes Sicht auf die Frau schon auch ein Stück weit meiner entspricht. Ich glaube nicht, dass sie eine inhärent böse Frau ist. Ich glaube nur, dass sie an vielen Stellen falsche Entscheidungen trifft und dass sie im Angesicht der Tatsache, wie ihr Beruf damals halt tatsächlich war, sich schon versucht, korrekt zu verhalten, aber halt durch das, was eine solche Institution mit sich bringt, komplett korrumpiert wird, ist es vielleicht ein bisschen dramatisch, aber halt runtergezogen wird. Ja. In so einen Sumpf, in dem sie auch keine richtigen Entscheidungen mehr treffen kann, sondern halt quasi mitkontrolliert wird von dieser Institution, die alles kontrolliert. Ja, ich würde so weit zustimmen, dass ich irgendwie mir vorstellen kann, dass man dann irgendwie mit über die Jahre dann dorthin gebracht wird, dass man halt, um alles irgendwie einfacher zu machen, für sich selber einfacher zu machen, halt, dass man weniger das Wohl der Patienten, sage ich jetzt mal, immer weniger im Kopf hat. Aber ich würde dir, also du hast gemeint, dass du glaubst schon, dass sie keine in sich bösartige Person ist. Bin mir nicht sicher, ob ich das sagen würde, weil da gibt es eine ganz spezielle Szene, wo es ja darum geht, wo sie mit dem mit der Klinikleitung, wo darüber geredet wird, ob sie ihn rauslassen sollen, wieder zurück ins Gefängnis schicken sollen. Und sie ja dafür plädiert, dass er da bleibt. Und da habe ich mir dann gedacht, also, naja, wenn sie ihr Leben nur leichter machen wollen würde, dann könnte sie ihn ja einfach wieder in den Knast zurückschicken, dann wäre sie ihn los. Aber sie behält ihn absichtlich da. Glaubst du, dass sie ihn aus Bösartigkeit absichtlich da behält? Ich weiß nicht, also es ist zumindest aus einem gewissen, keine Ahnung, Racheempfinden oder so. Also, weil ich meine, wenn er ihr nur auf die Nerven gehen würde und sie ihn lieber loshaben wollen würde, dann wäre ja da die Weißt du, wie die, weißt du, wie der Knast in dieser Zeit in den USA war? Ja, yeah, well. Und weißt du, wie groß die Rückfallrate von Leuten ist, die in den Knast kommen? Ja. Und also vielleicht, also ich habe das so
gut, ich meine, ich bin jetzt halt, das habe ich ja auch in meiner Letterboxd-Review also, geschrieben, ich bin jetzt Sozialarbeiter und ich weiß jetzt, dass in solchen Momenten nicht unbedingt auch, klar, wenn du es aus seiner Sicht siehst, ist sie bösartig. Aber wenn du es, wenn du genauso aus unserer Sicht, aus unserer sozialarbeiterischen Sicht Leute siehst, die irgendwie in betreuten Einrichtungen wohnen, in die sie vielleicht nicht unbedingt reingekommen wären, wenn es ihr absoluter freier Wille gewesen wäre, die aber trotzdem gut dafür sind, dass sie am Ende vielleicht besser in die Gesellschaft reinpassen und besser damit klarkommen, was die Gesellschaft von ihnen verlangt, so sehr man das auch verurteilen mag in vielen Fällen. Mhm. Aber es ist halt so und man muss irgendwie damit klarkommen. Finde ich, habe ich das so gesehen, dass sie versucht, diesen Mann, der ja eigentlich komplett fernab der Gesellschaft leben will, eine Möglichkeit zu geben, zu sehen, dass er vielleicht eine Möglichkeit hat, dass er ja viel Potenzial hat und dass er es schaffen kann, sozial verträglich zu leben. Weil wenn er jetzt nach Kanada abhaut, wenn er da jetzt abhaut, was ja sein Plan war, dann würde er halt genauso weiterleben wie vorher als Kleinkrimineller, irgendwie halt da mal was mitgehen lassen, da mal jemanden zusammenschlagen und sich so halt irgendwie durch das Leben gaunern. Vielleicht sehe ich die in einem zu positiven Licht, aber ich kenne halt Leute, die so drauf sind. Es ist ja eine valide Sicht und tatsächlich hast du jetzt meine wieder so ein bisschen angepasst, weil das stimmt, also so die Knastbedingungen und so weiter, das habe ich jetzt noch nicht bedacht. Ich meine, ihre Performance lese ich schon irgendwie so, dass sie, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, was ich nämlich auch interessant fand, nämlich zusätzlich dazu, dass sie mir weniger unsympathisch war beim jetzigen Schauen als beim ersten Mal schauen, war Jack Nicholsons Charakter mir unsympathischer jetzt, als ich ihn in Erinnerung hatte. Weil ja, auch. Und da gehört ganz, ganz stark dazu am Anfang, wo seine Verbrechen verlesen werden, wo ja unter anderem Vergewaltigung dabei ist. Jo. Und da habe ich mir dann so gedacht, ja, fuck you. So gehörst hier rein. Und ich meine, er ist schon der Sympathieträger des Films. Es ist statutory rape, also es ist Vergewaltigung, ja, ich mein, quasi in Bezug darauf, dass es, also ich will niemanden. Er sagt ja, er dachte, sie wäre volljährig. Genau, genau. Ja, also, oder ja, irgendwie ja, so in die Richtung. Gut, ja. Aber ja. Aber es ist dabei und es ist so, ne? Ja. I don't know, ich weiß nicht, das hat dem Ganzen noch so seinem Charakter ein Geschmäckle geben, so, gell? Ja, es ist halt, es ist kein, also, ich finde gar nicht, da gibt es nicht viel über bös und gut zu reden in diesem Film, so rein bösartig oder überhaupt bösartig oder gut, weil es halt auch wieder so ein sehr, sehr grauer Film ist. Und da gibt es ja keine wirklich idealisierten Leute. Es ist für mich mehr, dieser Film ist mehr ein Kampf zwischen zwei Ideologien. Mhm. Auf einmal auf der einen Seite der Jack Nicholson, der hat dieses anti-autoritäre oder halt, sagen wir mal, anarchistische hat. Nicht anarchistische, aber so chaotische, das chaotische Element im Leben feiert und hochträgt. Und auf der anderen Seite Nurse Ratched, die jetzt nicht unbedingt böse ist, aber deren Zwang nach Ordnung und nach this is the way, these are the rules and there's no cheating the rules, das quasi an den Regeln sich halten, hat mehr Einfluss auf sie und wie sie sich verhält als irgendwie, ich will jetzt den Leuten den Tag schlecht machen oder so, sondern selbst die Regeln sind dann selbst immer wichtiger als selbst den Leuten zu helfen, wenn es vielleicht eine andere Situation besser wäre. Also dass da auch vor allem nichts Flexibles in ihr drin ist. Kein flexibler Knochen in ihrem Körper drin ist. Und aber zudem muss ich auch sagen, dass diese Szene, dass ich genau den Eindruck hatte, den Johannes hatte in dieser Szene mit der Leitung des Psychiatries. Und zwar im Kontext vom Film kam sie mir nicht vor, als ob sie aus irgendwie guten Gründen ihn da behalten will. Es kam mir nur so vor, als ob sie aus Pettiness und irgendwie, um ihn was auszuwischen. So, ich glaube, so ist für mich diese Szene aufgebaut und so macht sie nur Sinn, wenn drei andere Experten sagen, er ist ganz offensichtlich nicht verrückt und gehört hier nicht rein. Und aber es ist interessant, jetzt wo ich wieder drüber nachdenke, ist ja, eigentlich will er ja da bleiben. Er wollte am Anfang da bleiben. Aber er hat schnell realisiert, dass das noch erdrückender ist für ihn als woanders. Und ich meine, versucht er jemals in den Knast zurückzukommen? Er versucht ja auch nicht in den Knast zurückzukommen. Nee, er hat nie, er hat. Er versucht ja eigentlich Ende, ganz rauszukommen. Genau, erst am Ende versucht er ganz rauszukommen, wo ihm klar wird, dass das nicht irgendwie einen Einfluss auf seine Knastzeit hat, sondern dass er da jetzt halt ist und dass er da jetzt bleibt, genau. Bis die sagen, dass er gehen kann. Anders als im Knast, wo halt die Zeit absitzt und dann ist er raus. Aber das kriegt er ja eigentlich erst, wollte er ja in die Anstalt. Erst im letzten Drittel vom Film raus. Ja. Davor, wenn er immer wieder abhaut, da will er ja nicht dauerhaft raus, er will einfach nur abhauen aus seiner gegen die Obrigkeit Auflehnungsgeschichte heraus und halt, weil er ein bisschen Abwechslung braucht. Genau, lässt sich ja auch freiwillig wieder, ne? Ja, ja, kommt er jetzt zurück, weil er denkt, dass jede Zeit, die er hier sitzt, ist einfach nur abgesessene, also wie gesagt, abgesessene Zeit und dann irgendwann kann er einfach gehen,
Also tut sie ja auch ihm fast schon wieder einen Gefallen, indem sie ihn da behält. Aber ich meine, aus seiner Sicht ist es schon so, dass ich glaube, aus seiner Sicht, also ne, ich glaube schon, dass sie ihn auch da behält, aus dem Wunsch ihm wahrscheinlich so. Klar, das ist so ein zwiegespaltenes Ding. Das ist, genau, aber es ist, ich glaube, ja, je länger ich drüber nachdenke, desto weniger kommt es mir wie so ein. Aber ich finde halt. Ich will ihn nur quälen. Ne? Genau, aber wenn es so wäre, ich will ihn nur quälen, dann wäre es ja halt auch kein sonderlich interessanter Charakter. Dann wäre es halt mal wieder eine Böse, die alles unterjocht. Aber nee, dadurch, dass sie ja eigentlich sein Wohlergehen als Ziel hat, ist zumindest für mich in meinem Denken, ist sie für mich ein weitaus erschreckenderer Charakter, eben weil dieses Wohlergehen, das sie immer irgendwie im Hinterkopf hat, wenn sie mit den Leuten interagiert, dann dazu führen kann, dass sie vielleicht große Fehler begeht. Und das ist auch eine große Angst, die ich immer mal wieder habe, wo ich denke, okay, das ist tatsächlich was, wo ich hinkommen könnte, wenn ich nicht aufpasse und wo ich da auch selbstkritisch damit umgehen muss. Ja, also übrigens, willst du, sag du ruhig. Ich habe ein Trivia. Und zwar war eben Louise Fletcher, die Nurse Ratched spielt, so wütend darüber, dass sie nie Spaß haben durfte, während die ganzen Typen, die mit ihr gespielt haben, alle ständig lachen durften und Spaß hatten, dass sie gegen Ende der Produktion in einer Szene plötzlich einfach ihr Kleid ausgezogen hat und in Unterhose vor dem Cast stand, um ihnen und sich zu beweisen, dass sie auch Spaß haben kann. Das ist ja mal eine Trivia. So, was? Was soll das jetzt beweisen? Hä? Oh, ja. Da schließt sich jetzt leider mein Punkt, den ich sagen wollte, nicht so gut an. Es tut mir leid. Aber ich tue mich schwer, sie aus dieser Sichtweise zu sehen, dass sie ihm was Gutes tun will. Vor allem im Kontext vom Ende vom Film. Weil das Ende vom Film ist für mich, bevor er wirklich stirbt, indem er erdrückt wird, wurde er schon umgebracht mit der Lobotomie. Und das hat absolut nichts zu tun gehabt mit zu denken, dass es ihm besser gehen würde nicht. Vor allem, weil ja die Leitung sowieso alle gedacht haben, dass mit ihm mental absolut nichts falsch ist. Und das ist für mich einfach nur ein absoluter Racheakt dafür, was passiert ist im Kontext vom Film. Weil anders kann ich das nicht sehen, weil für mich, das ist einem das Leben nehmen und nichts anderes. Die Lobotomie am Ende des Films. Und aus diesem Grund kann ich so dieses, sehe ich nichts Herzliches an hier. Und ich sehe auch nicht ihren Wunsch, ihm irgendwie, also ihn über sich zu stellen und zu sagen, ich würde ihn jetzt gern weghaben, aber ich weiß, es ist besser für ihn, es ihn hier zu belassen. Sondern deswegen sehe ich das Zynische mehr als das andere, weil vor allem das Ende mir zeigt, dass das, was sie mit ihm am Ende machen, hat nichts mit Menschlichkeit oder Wissenschaft oder sonst was zu tun. Weil zu der Zeit wusste man auch schon, dass Lobotomie nicht irgendwie heilend oder sonst was ist. Es ist einfach nur Löcher ins Hirn schießen, ins Hirnstauben, nichts anderes. Es ist mehr ein Ruhigstellen halt, ne? Ein Ruhigstellen. Wenn man einen schwierigen Patienten hat. Aber nicht nur schwierig, aber ich meine, ein schwieriger Patient, der sich nicht kontrollieren kann, ist eine Sache, der absolut keine Kontrolle über sein Leben und sonst was hat. Ja. Das ist auf einer Seite. Und selbst da würde ich eine Lobotomie immer verneinen. Und, ja, um Gottes Willen. Ich will nicht hier so klingen, als wäre ich für Lobotomie. Es gibt extreme Fälle, wo du sagen kannst, okay, da könnte ich dir vielleicht einen Millimeter entgegengehen und sagen, okay, da sehe ich es. Aber bei einem absolut gesunden Mann, der über den ganzen Film gezeigt wird, dass er absolut gesund ist, mit seinen mentalen Fähigkeiten alle bei sich hat und dann das am Ende des Films ist, nach einer, okay, Party mit viel Alkohol, was, okay, vielleicht in dem Kontext schlimm war, die Leute dort, aber dass das überhaupt, also das, vor allem, wenn man es noch als, deswegen kann ich verstehen, wieso es als Teenager es anders gesehen hat als jetzt, weil als Teenager, okay, eine durchzechte Nacht hat man halt. Oder es passiert, wenn man mit seinen Freunden dann irgendwie ein bisschen zu viel getrunken hat oder sonst was. Und selbst jetzt, ich meine, jetzt passiert es nicht mehr, das hatte ich schon lange hinter mir, aber da hat man vielleicht so mehr das Gefühl, das ist einfach nur eine Party, Leute haben Spaß und dann sieht man überhaupt nichts Negatives daran. Man feiert so Rebellion, man macht als Teenager durchzechte Nächte, um zu sagen, ich kann tun, was ich will. Genauso habe ich den Film damals auch gesehen. So, ne? Jetzt machen sie endlich, ne? Jetzt haben sie ihre Freiheit, jetzt lassen sie mal, ne? Jetzt können sie endlich zeigen, wer sie sind und so leben, wie sie wollen. Und jetzt schaue ich mir das halt an und denke so, was tut ihr? Also ich verstehe, wird sie jetzt auch nie als herzlich bezeichnen oder so, oder dass sie irgendwie sein bestes Interesse im Sinn hat. Das, so weit würde ich gar nicht gehen. Ich hab nur so ein Mitgefühl mit ihr, im Sinne von, dass sie dafür die Verantwortung hat und das ist wahnsinnig.
frustrierend, ja, unterdrückend sein kann. Vor allem, wenn du dann so einen Typ hast, der halt dafür, der quasi alles durcheinander bringt. Und auf der anderen Seite sehe ich ihn, wenn er da die alle zu dieser durchzechten Nacht da anfeuert, denke ich mir so, ja, du denkst halt auch nur gerade so an dich, ne? Und irgendwie, die haben halt, also ohne an die Konsequenzen zu denken, ne? Irgendwie ist es ja klar, selbst wenn er haut ja dann ab, aber ein Großteil von denen wird nicht abhauen und die müssen dann die Konsequenzen zu spüren bekommen, wenn er theoretisch schon abgehauen ist, so, ne? Und so, das ist auch irgendwie nicht mehr wie als Teenager, wo du dann denkst so, oh, geil, jetzt zeigen sie es der Autorität. Und jetzt ist es so, ich verstehe es, aber ja, ja. Es macht das nur irgendwie, es macht den Film fast interessanter, finde ich. Ja, ja, ist es, macht es ja auch. Es ist halt wirklich, deswegen sehe ich das ja auch mehr ideologisch, weil es wirklich Menschen, die reingehen, die halt mit einer gewissen Sichtweise auf die Welt in diese Institution reinkommen, natürlich. Und es natürlich gegensätzlich sind mit Jack Nicholson und dann Louis Fletcher und ihren Charakteren. Und das ist halt dann einfach eine Ausspielung. Okay, hier haben wir ein Extrem, hier haben wir das andere Extrem. Ja. Und wie stoßen sie aufeinander, wenn sie hier miteinander aufgezwungen sind? Also die beiden sind jetzt hier zu zweit und müssen miteinander klarkommen. Ja. Ich habe es gar nicht so als irgendwie ideologisch gesehen oder so. Für mich war das immer so, also das, was für mich der sympathische Part an Jack Nicholsons Charakter ist und das, was irgendwie so menschlich und nachvollziehbar ist, ist dieser Wunsch nach Freiheit, ne? Also jetzt mal ganz abgesehen, was er vielleicht getan hat und so weiter, aber so dieses ständige daran arbeiten, das ständige alles dafür kämpfen, irgendwie die persönliche Freiheit zurückzugewinnen. Das ist so, das ist was finde ich, das total, das Menschliche, das total, das Nachvollziehbare, ne? Mhm. Und das ist das, was den Film so tragisch macht, dass er dann am Ende, wo er den ganzen Film drauf hingearbeitet hat und theoretisch haben könnte, was er dann hat, aus dann doch irgendwie einem gewissen Mitgefühl für die anderen, die er damit reingezogen hat und er ja schon irgendwo weiß, dass die Konsequenzen dann ausbaden müssen, ne? Dass dieser Hauch von Menschlichkeit, den er auch irgendwie kriegt, den ich jetzt eben über den ganzen Film nicht immer bei ihm gespürt habe, wo es oft so war, dass er nur sein eigenes Interesse im Sinn hatte und die anderen eher noch dazu benutzt hat, um sein eigenes Interesse durchzukriegen. Ne? Also da, wo er zum Beispiel Baseball schauen will, also er will Baseball schauen und nutzt halt die anderen, um so eine Riot anzuzetteln, damit er am Ende vielleicht durchkriegt, Baseball zu schauen. Ich bin mir nicht sicher, wie oft er da das Wohl der anderen im Sinn hatte. Und ganz am Ende hatte er so diesen Hauch von, jetzt tut er noch was für den Typ, damit der schlafen kann. Und das kostet ihn dann am Ende seine Freiheit. Ne? Mhm. Das ist für dich, das macht ihn, das ist so dieses Grundelement für den Film, das den Film so für mich emotional nachvollziehbar macht. Ja, also ist komisch, weil ich habe ihn nicht auf diese Weise gesehen, so vollkommen egoistisch in seinen Aktionen. Ich hatte eher das Gefühl, dass das war mehr ein Geschocktsein von ihm. Und zwar, dass er einfach da reinkommen ist und hat gedacht, okay, das ist jetzt easy peasy, das ist kein Gefängnis, ich kann jetzt einfach hier noch meine Zeit verbringen und ich kann das Mindeste erwarten, dass einem erlaubt wird, vielleicht mal Fernsehen zu gucken, während eines Events, das halt absolut riesig in Amerika, also World Series und Super Bowl und dieses, also World Series war halt da das Beispiel, aber dass man halt so, dürfen wir dann jetzt für die nächste Stunde noch ein Spiel gucken oder was? Das ist halt, er sich denkt, ja okay, das Mindeste kann ich jetzt nachfragen und dann stößt er halt sofort komplett gegen eine Mauer und ist halt komplett geschockt davon und dann wie auch die anderen reagieren, dass sie halt sofort aufgeben, wie sie halt mit dem Schwanz eingezogen wieder sich hinhocken und nichts sagen können und das ist einfach nur, quasi, dass das da ist dann bei ihm klickt, dass er einfach nur so geschockt ist von der Weise, wie sie in diesem System leben, weil sie halt keine nicht hinterfragen. Nicht hinterfragen, sondern irgendwie, oh Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Die haben irgendwie keinen Einfluss auf ihr eigenes Leben. Also sie sind komplett davon abhängig, wie gerade Nurse Ratched es ihnen irgendwas erlaubt. Und selbst wenn sie es dann versuchen, irgendwie demokratisch zu machen, zieht sie sich trotzdem noch irgend so eine Bullshit-Regel aus. Ja, unser Meeting ist seit einer Minute vorbei, sorry. Musst du morgen wieder machen. Also genau das ist, was mir zeigt, dass es einfach nur petty ist. Es hat nichts mit irgendwie, okay, wir wollen uns nach den Regeln halten, weil sie gut für uns sind. Und das ist der Grund, so ein, ah, oh, fuck, man, du bist 2 Sekunden zu spät, also. Ja, 100%. Aber das ändert für mich nichts daran, dass ich mich immer gefragt habe, wie viel Egoismus steckt bei ihm jetzt da drin. Ja, ja. Also, dass das System ein unterdrückendes System ist, das ist, glaube ich. Ja, klar, nur klar, in dem Licht, deswegen habe ich ihn halt ein bisschen anders gesehen. Ja. Ich habe ihn ja so gesehen als geschockten und dann Liberator. Also er ist so geschockt von der Situation, dass er sie aufzwingen muss, für sich selber aufzustehen, weil er ansonsten nicht mit seiner Sichtweise
ja vollkommen zerstört ist, weil wenn er die Leute nicht dazu aufbringen kann, für sich selber einzustehen, dann was, wie kann man dann überhaupt dann noch in diesem System leben, weil dann sind es ja keine Personen mehr für ihn, wie er sich selber als ich glaub, mit seiner das ist, Freiheit das ist sieht. Für mich das Ende des Films. Also das ist für mich sein Arc tatsächlich über den Gesamtfilm, dass er am Anfang ja aus purem Egoismus auch da ist, nämlich er will hierher, weil er sich halt vorstellt, da kann ich unter angenehmeren Bedingungen meine Knastzeit absitzen. Und dann benutzt er halt Stück für Stück, versucht er die anderen Insassen dafür zu benutzen, sein Dasein noch angenehmer zu machen. Und Stück für Stück ändert sich das halt, dass er zu denen eine Beziehung aufbaut und deren Leid oder Gefühle und so weiter eben doch mit einbezieht. Und ich glaube, der große Wendepunkt ist diese Bootstour, die er mit ihnen macht, wo er tatsächlich ja, also da ist auch sehr viel Egoismus dabei, ne? Dass er halt mit seiner Freundin oder wer auch immer das ist, also mit der Frau halt schlafen will und Zeit verbringen will. Und aber irgendwo ist er ja schon dran interessiert oder hat er Spaß dran, dass die Spaß dran haben. Mhm. Und am Ende geht es halt so weit, dass er dann ja seine eigene Freiheit oder seine Chance auf Freiheit dann verliert oder opfert, dadurch, dass er halt zu sehr dann auf die anderen achtet. Mhm, so, ne? Also das ist für mich sein Arc, den er über den Film durchmacht. Mhm. Also der Rebell ist er ja von vornherein. Naja. Das ändert sich ja auch nicht über den Film. Also, ich habe in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen recherchiert und noch geguckt, was der Unterschied zwischen Buch und Film ist. Und tatsächlich ist im Buch alles noch ein bisschen krasser. Mhm. Also Nurse Ratched ist ein bisschen krasser, dadurch, dass sie wirklich alle so richtig unter ihrer Fuchtel hat. Also auch den Arzt irgendwie total unter ihrer Fuchtel hat. Und der macht quasi alles, was sie ihm sagt. Und alle Ärzte, die vor ihm kamen, hat sie einfach rausgeekelt. Aber auch in der Würgeszene am Ende wird sie von Jack Nicholson schier vergewaltigt. Und shit. Er, also von nicht von Jack Nicholson, also sondern von dem Charakter. R.P. McMurphy, von McMurphy. McMurphy, ja. Und verliert in Folge darauf ihre Stimme. Holy also kann shit. Nicht mehr sprechen. Okay. Und wird dann komplett versetzt irgendwie. Also es sind noch diese, ja, die zusätzlichen. Das ist eine gute Änderung. Ja, tatsächlich. Weil und der Autor des Buches, Kesey, genau, Ken Kesey, K-E-S-E-Y, war, als er das Buch geschrieben hat oder als er zumindest die Idee für das Buch gekriegt hat, tatsächlich Nachtwärter in einer Mental Institution. Und das Buch wurde dann geschrieben im Zuge des Civil Rights Movement, das unter anderem auch gefordert hat, eine Deinstitutionalisierung dieser Einrichtungen vorzunehmen. Also die quasi die totale Institution, die sie vorher waren, dann umzuwandeln in etwas eher auf das Wohl der Leute ausgehendes und weniger auf die Kontrolle der Leute zielendes. Auf Verwahrung abzielen und so. Ja. Genau, Verwahrung und Kontrolle. Und er selber hat tatsächlich psychoaktive Substanzen zu sich genommen, während er dort gearbeitet hat. Und er hat den Film gehasst. Er hat nie mehr als 10 Minuten am Stück von diesem Film gesehen, fand, dass das Material komplett gebutschert wurde. Und als er mal beim Durchseppen irgendwie auf den Film gestoßen ist, hat er 5 Minuten gesehen und dachte, was ist das für ein Film, das ist ja interessant. Als er realisiert hat, dass es der Film über sein Buch war, hat er weitergeschaltet. Ja, ist ja wie Stephen King und The Shining. Ja, genau. Schon wieder Shining. Es ist Shining schon das zweite Mal in dieser Episode vorgekommen. Ich habe vorhin durch die Bilder von Scatman Crothers durchgeklickt und bin auf ein Bild aus dem Shining gestoßen, wo er mit Billy, mit dem Kind und der Frau irgendwie halt in diesem Hotel steht. Ich muss nur diese Hotelgänge sehen und krieg schon Schiss. Der Film hat mich so nachhaltig geprägt, das ist unglaublich. Wo kommt der denn in der Top 250? The Shining kommt recht bald, glaube ich. Ja, hätte ich mir auch vorgestellt. Tatsächlich ist zum Beispiel The Green Mile da drüben. Ja, 62. Und Danny DeVito. Danny DeVito war in diesem Film. Also ja, Christopher Lloyd, Danny DeVito. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo war Danny DeVito? War Martini. Also der kleine Martini. Ja. What? Der Italiener. Halt. Ja, brutal, wie jung die alle waren. Christopher Lloyd habe ich sofort erkannt, aber Danny DeVito war... The fuck? Das habe ich jetzt erst kapiert, dass Danny DeVito in diesem Film war. Das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Ah. Ohne die Brille. Boah, ist das krass. Er ist super, er ist einfach super. Danny, ich liebe dich.
Krass. Ja, okay, das war mir null bewusst. Ja. Überhaupt, also das Line-Up, wir haben jetzt ganz viel über Jack Nicholson und Louis Fletcher gesprochen, zumindest über deren Charaktere, aber die Performances, wie sie es umgesetzt haben, das ist durchweg, also bei denen zwei natürlich vor allem, die haben ja auch jeweils einen Oscar gekriegt, wenn ich mich richtig entsinne. Zumindest sie hat einen Oscar gekriegt. Mhm. Haben beide. Beide haben einen Oscar gekriegt. Ja, das war also ja, das ist ja einer der drei Filme, der in allen fünf großen Kategorien einen Oscar bekommen hat. Ja. Also ja, Best Picture, Best Actor, Best Actress, Best Director und Best Writing. Ja. Genau. Air, Silence und noch einer. Ein alterer. Sure. Warum kann ich gerade nicht dran denken? Da, Danny DeVito. Nee, also die Performances sind wirklich super stark. Also allein, was Jack Nicholson mit seinen Augenbrauen machen kann. Ja. Mein Gott, wie lange ich als Jugendlicher vorm Spiegel gestanden bin und versucht habe, diese Kontrolle über meine Augenbrauen zu erlangen, die er hat. Ich bin wahrscheinlich nicht mal zur Hälfte rangekommen. Aber ich verwende es immer noch, meine Augenbrauen. Hofft man doch. Ja, es ist super. Ich hab wirklich relativ wenig von seiner frühen Filmografie habe ich gesehen. Wirklich die großen Klassiker hat man halt im Kopf in den 70ern. Halt das und Shining und sowas. Aber so sein frühes Zeug, also wirklich als jungen Schauspieler kenne ich ihn nicht wirklich so sehr. Mhm. Ihn kenne ich eher als älteren Schauspieler. Und es ist so krass, ihn manchmal zu sehen, weil oft in seinen älteren Rollen ist er halt einfach nur so Typecast, irgendwie strange old man. den er halt oft hat, genauso wie halt irgendwie jetzt, und da, wo auch die Qualität auch nicht mehr so hoch ist, wie jetzt, keine Ahnung, wie zum Beispiel De Niro ist dieselbe Sache. Mhm. Wenn man eine Filmografie von seinen späteren Filmen von seinen früheren Filmen vergleicht, ist einfach nur, das sind einfach verschiedene Höhen, dass man das gar nicht vergleichen kann. Und bei Jack Nicholson war es halt auch oft so. Und er war halt von Anfang an, er war einer der großen Schauspieler halt auch in seinen jungen Jahren. Und diesen Film hat er auch echt super gemacht. Und Louis Fletcher ist halt auch, also diese zwei Charaktere können nur so einen starken Einfluss, also Eindruck hinterlassen, weil die Performances so stark sind. Mhm. Und weil sie halt auch so schön komplementiert werden mit dem anderen Cast, mit den kleinen Rollen, die halt das so schön. Sidney Lessig zum Beispiel, der den dickeren mit Borderline-Störung vermutlich. Mhm. Der mehrfach ausrastet und sehr erratisch ist, der hat tatsächlich, der ist so, also überhaupt der ganze Cast ist ganz, ganz oft einfach in der Rolle geblieben und Milos Forman hat einfach die Kameras laufen lassen, um den, um den echten Moment so einzufangen. Eine der Szenen, in der Nurse Ratched McMurphy disapprovingly anguckt, war eigentlich ein Moment, in dem sie Milos Forman anguckt. Um ihn dafür zu strafen, was er eigentlich gerade macht. Und als, was ich gerade erzählen wollte, Sidney Lessig dann die Szene am Ende gesehen hat, musste er tatsächlich, oder als die Szene gedreht wurde, musste er tatsächlich immer mal wieder vom Set entfernt werden, weil er einfach in Tränen ausgebrochen ist und rumgeschrien hat. Also so tief in der Rolle drin war, dass er gar nicht mehr rauskam. Krass. Es ist schon erschreckend. Aber ich finde es irgendwie witzig, weil nachdem man dann Jim und Andy gesehen hat, ich wollte gerade sagen, anderes, Milos Forman die Geister, die ich rief, ne? The fuck ist Milos, hat Milos Forman für ein Problem mit schwierigen Filmen, ey. Ja. Also ich meine, Amadeus ja auch, also alles. Also so. Ja, fast so schlimm wie Werner Herzog. Ja, Amadeus, der kommt ja auch noch dran in dieser Liste. Yes! Nummer 81. Auf den freue ich mich, den habe ich noch nicht gesehen. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, eventuell mein absoluter Lieblingsfilm. Den habe ich schon gesehen. Krass, doch, okay. Wenn ich einen Lieblingsfilm nennen könnte, was ich eigentlich tatsächlich nicht kann, aber okay. Amadeus ist ja, echt. Kann ich den musst du dann auf Platz 1 stellen, wenn dann noch. Besteht eine große Chance, dass der bei mir auf Platz 1 landet, ja. Krass, okay. Tja. Love it. Ja, freue ich mich drauf. Ich auch. Der wird gut. Ja. Es wird eine 2-Stunden-Episode. Ja, oh Gott, ja.
Wir hatten es gerade noch vom Cast, genau. Sonst, also ist einfach durchweg irgendwie. Es hat einfach alles gepasst. Mhm. Es gibt irgendwie niemanden im Cast, der irgendwie rausfällt, von dem man denkt, das ist ja komisch. Mhm. Mit Will Sampson haben sie tatsächlich sogar einen Native American gecastet. Und sie sind wirklich, sie haben quasi alle Mühen auf sich genommen, um irgendwie einen Native American zu finden, der auch so von der Statur her in die Rolle reinpasst. Und ja, ich würde sagen, großartig. Und nicht einfach Redface machen, wie sie. Genau. Okay. Ja, ist ein Italiener mit Bräunungsspray ansprühen und fertig. Ja, genau. Ja, das ist doch diese berühmte PSA in Amerika. Kennst du das, wo sie Dreck auf den Boden werfen und dann der Native American in die Kamera schaut und diese einzelne Träne hat? Nee. Ja, also das ist die berühmteste Werbung. Wenn es so um PSA so don't do this oder don't do drugs oder so. Das war die berühmteste, die sie hatten. Und es war wirklich einfach nur ein Italiener, den sie halt. Ach du Kacke. Den sie da vorgespielt hat. Pierre Brice, denk mal an Winnetou. Ja, voll. Ja, die deutschen Filme brauchst du da, also. Ja. Und ich meine, die hören ja nicht auf damit. Ich meine, kam es ja auch vor kurzem der Skandal mit Aladdin, dass jetzt in einem Live-Action-Film ist, dass so ein Drittel der Passanten Extras Brownface sind. Ja. Also, yep. Come on, people. Yeah. Vor allem in London. In London hast du genug Leute zu casten. Ja. Was ist falsch mit euch? Ja. Die Hälfte der Bewohner ist einfach Inder. Ja, ist halt echt so. Das ist einfach. Meine Güte. Ja. Aber mei. Ja. Ich finde es, also es ist respektabel, dass sie sich auch da die Mühe da gegeben haben, weil auch zu der Zeit auch das noch gar nicht so im Blickwinkel der Gesellschaft war, dass gar Leute so drauf geachtet haben, dass es auch Representation gibt und dass auch dann die richtigen Leute die Rollen bekommen. Ja, klar. Das liegt vielleicht auch an Milos Forman. Ich weiß gar nicht, wer fürs Casting zuständig war, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich weiß nur, dass Saul Zenz tatsächlich eine kleine Rolle im Film sogar gespielt hat. Was? Dass er nicht nur der Produzent Saul Zenz. Ja, ich meine, der ist ein Schwergewicht, ein Produktionsschwergewicht. Ich habe kein Bild zu ihm irgendwie im Kopf, deswegen habe ich mich gerade gefragt, was der im Film gespielt hat. Ein kleiner Extra, der Kapitän vom Schiff, der sie kapern. No shit! Ah, okay. Ja. Die Szene ist so schön. Ja, die macht einfach Spaß. Und die ist mir tatsächlich am meisten im Gedächtnis geblieben. Ich dachte, das ist die Szene, in der der Typ jetzt anfängt, in der Cheswick es anfängt, McMurphy zu rufen. Ich wusste nicht mehr so richtig, warum. Okay. Also was jetzt der genaue Grund war, aber ich wusste noch, dass er anfängt, McMurphy, und dann verlieren sie irgendwie die Kontrolle übers Schiff. Daran konnte ich mich noch erinnern. Hä? Dass es dann Sex mit einer quasi Prostituierten war, das wusste ich nicht mehr so, aber. Ja, ich habe mich da auch nicht kaum dran, eigentlich nicht wirklich dran erinnert. Ich habe mich an den Großteil des Films nicht mehr wirklich erinnert. Aber nee, weil gerade also als er dann mit als Chief, wie heißt er, Chief, heißt er doch einfach nur der Große, oder? Ja, Chief. Sie nennen ihn halt Chief die ganze Zeit. Als der ihn dann über den Zaun hieft, da habe ich mir auch so gedacht, wow. Er ist draußen. Ich erinnere mich nicht daran. Chief Bromden. Okay. Ja. Das war so, dann kommen sie zu dem Boot und dann ist so, ich erinnere mich dunkel an irgendwas mit einem Boot. Aber es war fast, als hätte ich den Film nochmal neu gesehen. Das war ganz cool. Aber wenn ich jetzt auch über das Casting nachdenke, also nicht nur für die Schauspieler, sondern auch für die Kleinen, also die Wärter und so, die halt auch ganz speziell jeder einzelne African-American ist. Mhm. Und dass das halt auch eine ganz klare Message sein muss. Oder nicht Message, aber auf jeden Fall ein Kommentar, dass die Leute, die freiwillig in so Heime gehen, sind die das sich leisten können. Und die dann auch wirklich manuell auf sie aufpassen müssen, dann die Arbeit da leisten. Die Nurses sind dann weißen oder halt weiße Frauen oder halt Frauen generell, weil das ist immer noch das Stereotyp von, dass da Frauen diese Arbeit machen, aber dass halt dann wirklich ein Wärter und Händler, die halt dann wirklich anpacken müssen, halt alle dann, zumindest in der Abteilung, alle schwarz sind, ist dann auch. Ich glaube, das ist ganz absichtlich auch gemacht vom Casting. Ich weiß nicht, wie es im Buch war. Vielleicht stand es aber im Buch drin, dass sie so waren und deswegen. Nee, im Buch sind sie explizit auch schwarz. Ja, genau. Und sie haben sogar noch, also die
die Hintergrundgeschichten im Buch sind noch mal krasser einfach. Also da wird auch irgendwie drauf eingegangen. Der eine ist irgendwie zwergenwüchsig, weil seine Mutter von ein paar Weißen vergewaltigt wurde, während sie mit ihm schwanger war. Und also es ist wirklich so richtig, wenn du die Wikipedia-Seite durchliest, drüber. Ich habe das Buch selbst natürlich nicht gelesen. Also wenn es gerade für das Civil Rights im Zuge des Civil Rights Movements geschrieben wurde, das Buch, eben. Dann Das macht Sinn. Macht das alles sehr viel Sinn. Ja. Und ja, auch gut, dass es im Film umgesetzt wurde, dann, ich meine. Und wurde ja auch in mehreren Staaten über lange Jahre hinweg gebannt, das Buch, und durfte nicht im Unterricht gelesen werden und alles Mögliche. Okay. Ja. Ich frage mich, in welchen Staaten? Nein, ich frage mich jetzt nicht. Ohio. Idaho. Okay, das wären jetzt nicht mal die ersten, die ich gedacht hätte. Aber anyway. Das sind die ersten Alabama. Zwei, die es gebannt haben. Okay. Witzig. Ja, Alabama hätte ich auch gedacht. Aber ja, das, genau. Texas. Da ist es wahrscheinlich, da wird es gar nicht historisch behandelt, weil es da wahrscheinlich immer noch nicht gelesen werden darf. Okay, habt ihr noch was irgendwie zum Film inhaltlich zu sagen? Ansonsten würde ich das Fazit sozusagen machen und dann überleiten zur Einordnung im Ranking. Gerne, gerne. Okay. Ich habe leider nichts mehr. Gut, dann dein Fazit. Ich habe aber nichts mehr. Nein, mein Fazit ist das. Also, es war jetzt das zweite Mal erst, dass ich den gesehen hatte. Mhm. Und dass ich ihn eigentlich noch besser fand als das erste Mal. Das erste Mal war ich ja so, hat er mich emotional mehr getroffen, weil ich irgendwie wütender wurde auf die Nurse Ratched und dann mehr so, ah ja, Mann, Jack Nicholson, befrei die Leute und keine Ahnung. Es war ja so, ich habe ihn auf eine simplere Weise geguckt. Und jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen hatte, fand ich einfach nur der Fakt, wie du vorhin gesagt hast, wie gut der Cast, also jede einzelne Rolle, wie gut sie gefüllt ist, die zwei Hauptdarsteller und alle Nebendarsteller, dass da halt kein einziger wirklich absagt, sondern einfach alle absolut liefern und es einfach super, super stark ist. Ja. Und dann einfach nur diese Komplexität halt, wie es halt in, oder nicht mal Komplexität, sondern einfach mal, dass wir darauf eingehen, dass diese Thematik überhaupt aufgegriffen wird für einen Major-Film, dass sowas überhaupt dann gezeigt wird für sowas, ist auch immens wichtig. Weil man sowas normal, also so einen Film in so einer realistischen Fassung gibt es eigentlich keinen zweiten. Also mir fällt kein anderer ein. Wenn es so um solche Institutionen geht, dann wird es dann meistens, sind es dann irgendwie irgendwelche Horrorflicks oder es geht super ins Weirde und Absurde, wo es dann nicht wirklich mehr um normale, keine Ahnung, wenn du Shutter Island oder so anschaust. Ja. Und dann hier ist da wirklich so, hier wird gezeigt, wie es in manchen Institutionen einfach ausschaut und wie Leute, Menschen behandelt werden, dass das halt auch super wichtig ist, dass überhaupt dieser Film existiert. Mhm. Ja, total. Also ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ob mir ein Film einfällt, der in so eine Mental Institution spielt, aber kein Horrorfilm ist. Fällt keiner ein. Gibt bestimmt irgendwelche Obskuren, die wir halt nicht kennen. Ach, es gibt garantiert auch welche, die man kennt, aber jetzt auf Anhieb fällt mir keiner ein, auf jeden Fall. Also mir fällt halt auch keiner ein, der halt auf diese Weise auch ist. Ja. Naja, wie auch immer. Also ich finde den Film total gut. Ich habe mich an viel nicht erinnert und das hat mich gefreut, den nochmal anzuschauen jetzt für die Episode. Das Ende finde ich übrigens total schön. Schön im Sinne, also im für das, was davor passiert ist. Also schön, es ist ein sehr, keine Ahnung, es ist ein tragisch schönes Ende irgendwie. Ich meine, er hat im Tod noch mal was bewirkt. Ja, und genau, er hat im Tod was bewirkt und es schafft ja tatsächlich jemand raus. Ja, ja. Und vor allem die Person, wo man gemerkt hat, dass sie am Anfang eigentlich aufgegeben hatte, also nicht mal kommuniziert mit dem Mitmenschen, sondern am Ende aber so inspiriert ist, dass er jetzt der ist, der flieht. Und es ist auch schön, so Setup und Payoff, ne? Mit diesem Waschbecken, das am Anfang. Daran habe ich mich alles noch erinnert und das fand ich dann total geil, dass es am Anfang im Film als Jack Nicholson das versucht mit der Wette und so, weil daran habe ich mich einfach nicht mehr erinnert. Und so, I see what you did there. Das war geil. Fand ich ein schönes Ende. Und der Film hat einen ziemlichen Eindruck hinterlassen. Also und je mehr, also gerade auch die Besprechung jetzt hat mir echt nochmal eine gute Perspektive gegeben, noch besser. Jetzt je länger ich drüber nachgedacht habe, desto viel interessanter und komplexer
fand ich den Film eigentlich. Nee, finde ich schön. Miloš Forman ist echt ein faszinierender Regisseur. Mhm. Eine faszinierende Filmografie, der Typ. Die passen alle irgendwie gut zusammen, aber irgendwie auch nicht. I don't know. Seine Filme haben so ein Gefühl, haben so ein Feeling. Ich finde alle seine Filme, die ich gesehen habe, und das sind schon einige, haben so ein Feeling. Ich finde, wenn ich erfahre dann, dass so ein Film ein Miloš Forman Film ist, dann denke ich mir, ja, das macht Sinn. Aber sind trotzdem, also es sind sehr unterschiedliche Thematiken zumindest, die er behandelt. Ich mag ihn. Faszinierender Regisseur. Guter Film. Luke. Okay. Ich wollte noch kurz hinzufügen, dass im Buch Chief nicht der Einzige ist, der geht, sondern so ziemlich der Letzte. Die anderen lassen sich alle freiwillig dann wieder entlassen, weil sie ja fast alle freiwillig da sind. Jetzt habe ich fast das Bedürfnis, das Buch mal zu lesen, weil alles, was du bisher erwähnt hast, was im Buch anders ist, finde ich im Film besser. Alles durch die Bank. Ja. Aber ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen vielleicht macht er auch im Zusammenhang des Buchs irgendwie Sinn. Aber ja, vielleicht. Ist auf jeden Fall eine der Adaptionen, die schon viel verändert hat, nach dem, was ich da jetzt so gelesen habe. Gleichwohl finde ich diesen Film auch, wie er schon sagte, ziemlich großartig und ist beim nochmal anschauen, ich weiß nicht, ob ich ihn besser fand oder schlechter oder gleich gut. Ich glaube, ich fand ihn einfach, ich war wieder so überzeugt davon, dass es einfach ein guter Film ist, ein wichtiger Film ist und vor allem für jemanden in meinem Metier ein wahnsinnig wichtiger Film ist, weil man nicht selbstkritisch genug sein kann, wenn man mit Menschen arbeitet und noch dazu irgendwie mit den so ziemlich intimsten von diesen Menschen umgehen muss. Mhm. Und dass es ein großes Mahnmal dessen ist, wie groß die Verantwortung ist, die man da auf sich nimmt. Egal, ob man jetzt ein Krankenpfleger ist oder ein Sozialarbeiter oder ein Arzt oder ein Psychiater oder was auch immer. Man hat eine große Verantwortung und muss damit einfach reflektieren können. Und sobald man diese Möglichkeit verliert, kommt man in die Gefahr, so einen Machttrip zu erleben, wie ihn Nurse Ratched bis zum Ende durchführt. Ja, ich wollte gerade sagen, läuft das in ist mein Gefahr, Fazit. Nurse Ratched zu werden. Genau, eine Ratched-Nurse zu werden. und wir haben eine Einordnung. Ich habe eine Einordnung schon vorgenommen. Ich jetzt auch, woohoo. Ja, ich auch. Sehr gut. Habe ich ja schon letzte Episode gesehen. Aus Versehen. Genau. Aber magst du es nochmal wiederholen? Ja, bei mir die bei mir nicht ist doch mal die letzte Episode anhören wollen. Bei mir ist auf Platz 6 geschossen. Hinter Fellowship of the Ring und bevor The Good, The Bad and The Ugly. Mhm. Interessant. Hä, jetzt muss ich mir jetzt nur deine Liste nochmal anschauen. Bei mir ist er auf Platz 7. Hinter Pulp Fiction und vor Inception. Mhm. Bei mir ist er auf Platz 5. Hinter Schindlers Liste und vor Pulp Fiction. Tja, 5, 6 und 7. Ja. Interessant. Ich find's cool. Ich find dieses Format super cool, weil erstmal die Idee mit dieser Einordnung finde ich ganz cool. Ja. Aber auch, dass wir über Filme reden, die ich zum größten Teil schon alle kenne und auch manche von denen sehr oft gesehen habe. Und dass man sie auf eine ganz andere Weise nochmal bespricht. Ja. Finde ich Hammer, weil man normalerweise die Filme halt, die kennt man halt alle, das sind alles Kultfilme und jeder kennt sie und jeder hat sie gesehen und aber man denkt nicht wirklich so viel über die nach auf eine kritischen Weise und dann dieses Format finde ich super cool, dass man dann immer auf eine neue Weise einen Film sieht, den man eigentlich schon seit Jahren schon festgelegt hat, wie man ihn sieht. Ja, also gerade hier, der da hat sich jetzt meine Meinung echt erweitert. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass uns dieses Re-Ranking nicht erst bei Episode 50 eingefallen ist. Das wäre nicht geil gewesen. Nee. Jetzt ja noch. Okay. Jetzt ist vertragbar halt. Ja. Immer einen Film noch dazu tun. Ja. Aber bei 50, da wäre ich auch überfordert. Ja, da hätte ich dann gesagt, nee, ihr könnt mich mal, macht den Scheiß alleine. Okay, alles klar. Dann sag ich mal danke, oder? Sag ruhig danke. Sag bitte. Ich sag mal danke dafür, dass ihr uns zuhört. Lasst uns ein Like da, das habe ich in der letzten Folge vergessen. Kommentiert doch, ja, mein Gott, ich kann nicht immer jeden Call to Action mitnehmen. Kommentiert doch, ob ihr den Film gut fandet. Könnt ihr uns auch privat schreiben, eine PN an unseren Account Planet Film Geek auf allen möglichen Plattformen. planetfilmgeek@gmail.com.
business@gmail.com, könnt ihr auch sogar eine Mail schreiben. Mhm. Business Inquiries only. Yes. Und ich sag danke an euch zwei, Joe und Ted. Sehr, und sehr gerne. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin bleibt so verrückt wie Jack Nicholson, aber dann doch so weniger rapey. Treuherzig. So wenig rapey wie er, aber ich wollte sagen, so treuherzig wie Danny DeVito. Oh. Oh. Martini. Danny. You're the best. You're the best. I want you inside me. Okay, ich bin da weg. Ciao.